In diesem Video werde ich das schwierigste Pokémon-Spiel aller Zeiten spielen. Pokémon Radical Red. Seit Monaten wurde ich immer wieder gefragt, ob ich Radical Red endlich spielen kann und heute ist es endlich soweit. Ich spiele das Ganze natürlich in einer Hardcore-Nuzlocke. Das heißt, wenn ein Pokémon besiegt wird, muss ich es freilassen. Auf jeder Route darf ich nur das erste Pokémon fangen. Ich darf nicht über dem Level der Arenaleiter sein. Kampfstil wird auf Folge gesetzt. Und ich darf auch keine Items im Kampf einsetzen. Außerdem sind alle Pokémon zufällig, außer natürlich die der Arenaleiter, Rivalen und so weiter. Klingt alles wieder absolut krank. Werde ich die Challenge schaffen? Abonniere jetzt meinen Kanal und finde es heraus. Viel Spaß! Okay, natürlich bin ich wie immer, und das sollte klar sein, Kiara. Aber warum ist dieses I so ganz, ganz weit links? Das sieht voll merkwürdig aus. Ja, okay, jetzt brauche ich ja noch wieder einen Rivalen. Ach Mann. Weißt du was? Ich mache es so wie in meiner Diamant und Perl Hardcore Challenge und nenne ihn einfach ganz normal Arsch. Ich glaube, das wird jetzt Tradition. So, und da bin ich auch schon, was geht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal unser erstes Pokémon abholen. Okay, dann mal her damit und... Ach du Kacke, sind das gerade übergewichtige Pokébälle? Warum sind die so groß? Liebe Pokebälle, ich weiß, ihr könnt gerade nicht ins Fitnessstudio gehen, aber ihr könnt euch doch nicht einfach so gehen lassen. Okay, dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich denke mal, in dem einen ist wahrscheinlich Godzilla drin, in dem anderen Sumo-Ringer und in dem dritten wahrscheinlich Minecraft-Steve. So, was haben wir hier? Zubiris? Okay, cool. Und Duraludon! Oh, und ja, es gibt Generation 8 Pokémon hier. Okay, wisst ihr was? Ich habe mich entschieden. Und zwar schaue ich erstmal nach, was die alle für Attacken können. Lul. Leer und Metallklaue. Leer, Scratch und Foresight. Ich habe mich entschieden und meine Wahl fällt auf Duraludon. Oder Duraludon. Mir doch egal. Okay, und er hat jetzt das Zubiris, glaube ich, genommen. Oder hat er jetzt wirklich einen Schicki? Okay, da haben wir den lieben Gary mit der super langweiligen Standardmusik. Toll. Alter, schaut euch das einfach mal an. Wir sehen hier 8. Generation Pokémon in der 3. Generation. Wir haben jetzt die Metallklaue. Ist vom Typen Stahl. Ich würde sagen, wir machen den Angriff direkt mal. Das ist so spannend. Oh, Alter, mit einem Schlag besiegt. Das war nicht mein Volltreffer. Sehr schön. Und das war's mit Arsch. So, dann kann ich jetzt endlich gehen. Und damit beginnt auch die Nuzlocke-Challenge. Lässt du mich überhaupt durch? Okay, perfekt. Ach nee, warte mal, wir haben gar keine Pokebälle, oder? Oha, was ist das denn für ein hübscher Beutel? Der ist ja wunderschön. Wir haben keine Pokebälle. Okay, da beginnt auch noch nicht die Nuzlocke. Bitte keine Pokémon, bitte keine Pokémon. Jawohl, ich wurde noch nicht gespoilert. Yo, was ist denn hier los? Schwester Joy? Auch Schwester Joy? We can change your Pokémon's nature. Ich kann das Wesen verändern. Wie geil ist das denn? Thank you, the nature has been changed. Ich habe doch gar kein Geld. Yo, was geht? Ich soll ihr Paket abholen. Kannst du mir direkt noch ein paar Pokébälle geben? Das wäre relativ cool. Oh, ich habe kein wildes Pokémon getroffen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein! Okay, was gibt es hier? Alter, was ist das denn? Oh, das ist dieses Kramorvieh. Cool. Okay, aber das war nicht unser erster Encounter. Nein, nein, nein. Okay, ich habe jetzt 5 Pokébälle. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Leute, kann die Randomizer Nuzlocke losgehen. Und das Pokémon, was wir uns fangen dürfen, ist ein... Alter, was? Ein Sandaconda? Das dritte Gen 8 Pokémon schon? Gibt es hier Dynamaximierung? Bestimmt nicht, aber oh mein Gott. Jetzt ist halt die Frage, hast du zufällig Lust, in meinen Ball zu gehen? Och Gott, ich hatte gerade Angst. Okay, wir haben es gefangen. Sehr schön. Okay, ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Auf der Website mit den 50 besten Nicknamen ist Niki auf Platz 9. Wer oder was ist Niki? Also jedenfalls ist mein Sandaconda jetzt Niki. So, aber gut, dann sind wir jetzt hier in Vaternia City. Und da würde ich sagen, neue Route, neues Glück. Nämlich hier auf Route 22. Los geht's, neue Route, neues Glück. Und das Pokémon ist ein Donphan. Oh, okay, wie nennen dieses Donphan Oswald, denn vielleicht kennt ihr die Serie Oswald der Oktopus. Und irgendwie war das das allererste, woran ich gedacht habe, als ich an Donphan gedacht hatte. Und deswegen nennen wir Donphan jetzt einfach nach Oswald dem Oktopus. Ja, Bulldozer, was? So, aber bevor wir jetzt gegen den Rivalen nochmal kämpfen, was? Wer bist du denn? Ich bin einer von Professor Eichs Assistenten. Ich glaube, er wollte dir das geben, aber hat es nicht mehr geschafft. Den Dexnarf? Warte, warte, Dexnarf? Ist das hier Omega Rubin und Alpha Saphir? Warte, was ist das denn? Ja, wo war ich stehen geblieben? Neue Route, neues Glück, genau. Und es gibt... Was? Oh mein Gott, ein Schlinking, Alter, was geht? Du gehörst auf jeden Fall sofort ins Team. Oh, ich hab's geschafft. Nice, Mann. Okay, wir haben jetzt einen Schlinking. Also da muss ich jetzt nicht lange überlegen, denn dieses Pokémon nenne ich einfach Tony. Swallow, Stockpile, Dragon Rage. Oh mein Gott, was? Und ein Biss auch noch? Das heißt, wir haben Step und wir haben eine Attacke, die mich mit einem Schlag hätte besiegen können. Na Gott sei Dank hat die nicht eingesetzt. Aber damit können wir auch jedes Pokémon, das keine 40 KP hat, instant besiegen. Okay, los geht's. Dann kämpfen wir mal kurz gegen Gary, der jetzt, glaube ich, gerandomized Pokémon hat. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir schauen einfach mal. So, Rivale Arsch. Er hat Libeldra. Ja, moin. Was geht, Mann? Level 9 schon. Ach, du Kacke, das ist ein bisschen hoch. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir mal kurz in Toni rein, denn ich habe gerade Angst. Es kann Bulldozer! Nein! Oh mein Gott!
Alter! Boah, es hat übelst viel Schaden gemacht. Meine Initiative sinkt, ist mir egal. Es hat weniger als 40, na Gott sei Dank. Und mein Bestienboost aktiviert sich. Oh, das habe ich ja voll vergessen, das gibt's ja hier auch. Oswald Level 7, schön. Oswald Level 8, geil, Mann. Oswald Level 9, Alter, was ist denn hier los? Toni Level 8, Level 9. So, als nächstes kommt Sableye. Ah, da haben wir das zu Beerus. Nightshade, okay, das macht gar keinen Schaden. So, der Dragon Rage würde instant killen. Oh, perfekt. So, das war also der erste Kampf gegen Arsch. Ich bin enttäuscht. Alter, was ist das denn? Also nicht dieser Baum hier, sondern das Ding da hinten. Was ist das? Ist das ein Brunnen? Ist das eine Toilette? Ist das eine Brunnentoilette? Neue Route, neues Glück. Das ist immer das Doofe in Nuzlocke. Ich will immer nur ein ganzes Team haben, aber dann kommen irgendwie gefühlt 1000 Pokémon. Ein Lamus! Ach, geil, Mann! Bitte geh mein Ball. Bitte, bitte, bitte. Das wäre voll süß. No. Was? Es benutzt Teleport? Willst du mich gerade verarschen? War das die einzige Attacke, die das Ding kann? Hey, ich wollte das Lamus haben. Ja, jetzt muss ich auch noch gegen den kämpfen. Alter, wieso sind die Pokébälle so fett? Lol, Mankey. Käfersammler. Na gut. Junge, einfach sechste Gen-Pokémon hier zu sehen, ist so cool, ey. Oh ja, du hast recht. Der Baum ist wirklich wunderschön. Den könnte ich einfach den ganzen Tag anstarren. Oh, der hat drei Pokémon. Ein Galar-Zickzacks? Was? Boah, dieses Spiel ist aber eine 10 von 10. Ach du Kacke, das hat viel Schaden gemacht. Was ist das denn? Warum sind hier Steine? So, was geht, Mann? Willst du kämpfen? Ich habe voll viele Pokémon, Alter. Als ob der irgendwas kann. Er hat einen Despotar! Ich nehme alles zurück. Boah, die Animation, ey. Und? Ja, mit einem Schlag weggeklatscht. Lol, ich bin einfach der Beste. Der sollte irgendwo ein Joltik sein. Warte, was? Briggs? Was machst du hier? Ich versuche hier nur ein paar Pokémon zu fangen, bevor ich gegen Rocco kämpfe. Ein Joltik, das ist doch WhatsApp. Gegen Briggs? Willst du mich gerade verarschen? Und wir bekommen sogar die Rubin und Saphir Musik. Ja, wie cool ist das denn? Aber wieso bekommen wir dann die ganze Zeit die Drecks-Kanto-Musik und nicht so eine schöne Musik? Okay, er hat einen Krebskopf. Oh, wir kämpfen einfach gegen Briggs. Ich mache halt einfach nur gar keinen Schaden gegen seinen Krebskopf. Wäre jetzt irgendwie cool, wenn wir mal, keine Ahnung, Pflanze, Wasser, Feuer bekommen und nicht immer so besondere Typen. So, das war's. Auf Wiedersehen. Und er hat noch ein Trico. Ach, ein Gekkabor. Was geht? Ja, das sollte jetzt kein Problem sein. Das war's dann auch schon mit Briggs. Also, ich dachte, du bist stärker, aber naja. Oh, XP-Share. Oh, das ist ein Basis-Item. Ja gut, dann gehen wir auf jeden Fall. Denn, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Neue Route, neues Glück auf Route 2. Was, das ist ein Megastein! Ich will ein Radikal auf keinen Fall. Okay, ich nehme das Radikal. Ist in Ordnung. Okay, da haben wir das Radikal. Und wir nennen es Karl, denn Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Sie haben ihn einfach nur davon gejagt. Glückwunsch an jeden, der das kennt. Du bist offiziell alt. Okay, also warum zum Teufel ist dort ein Megastein? Und kann es sein, dass es vielleicht auch der von Mega Ordoch ist? Weil der ist so ein bisschen rosa. Ich habe keine Ahnung, ob die alle das gleiche Design haben. Es gab ja damals keine Mega-Entwicklung. Was gibt's denn hier so? Gibt es irgendwas Neues? Ey, ein alter Opa, cool! Hey du bist ein Trainer, oder? Ich habe ein Ei, das ich gerne jemandem geben möchte. Oh... 5000, ich habe nicht so viel Geld. So, gibt es hier irgendwas im Museum? Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel jetzt irgendwie überall merkwürdige Dinge einbaut. Ey, du bist besonders, oder? Es scheint nicht so, als würde es hier Informationen zum Megastein geben. Ich wusste, es war so. Falkner, du bist der Typ aus Johto. Easter Eggs ohne Ende. Ich reise durch Kanto, um Informationen zur Mega-Entwicklung zu suchen. Aber ich habe nichts bisher gefunden. Also ich habe schon einen Megastein gesehen. Oh, ein Kampf ist, was du willst? Oh nein, bitte nein, 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 nein. Och nee, Alter! Was hat der bitte für Level? Ist die Nuzlocke jetzt vorbei? Wir kämpfen einfach noch gegen den Arenaleiter. Das war so nicht geplant. Level 9, okay, das geht voll klar. Und ja, Karl ist direkt vorne. Aber das war so absolut nicht geplant. Ich kämpfe jetzt einfach gegen den Arenaleiter. Nice. Boah, das ist so gruselig. Aber die Musik ist geil. Danke dafür auf jeden Fall. Okay, was hat er noch? Ein Wingull. Der hat ja wirklich Flug-Pokémon. Das ist cool, weil die Bosse, die haben keine gerandomized Pokémon, weil das Spiel ist ja dafür bekannt, dass es ultra schwer sein soll und die Trainer halt so Competitive-Shit machen. So, Metallklau macht natürlich keinen Schaden, ist mir bewusst, aber was soll ich bitte tun? Kann es sein, dass die Animation von der Aquaknarre geändert wurde? Sieht aus eher wie ein Blubstrahl. So, das war's mit dem Wingull. Perfekt. Oh, ups, der XP-Teiler, der ist jetzt an. Verdammt. Und das letzte Pokémon ist Corby Squire. Ey, das haben wir auch schon mal gesehen. Okay, weißt du was? Ich werde auswechseln und zwar zu Oswald, denn mein Dings ist gleich tot. So, aber mein Walzer, der macht mehr Schaden und der ist auch effektiv, weil das Ding ist nur Flug. Und war's das, bitte? Jawohl, okay, das war's. Ich habe den Kampf gewonnen. Kriege ich jetzt einen Orden oder was? Ich muss noch viel lernen, bevor ich die Megasteine bekommen kann. Die Megasteine gehören alle mir, Mann. Danke für den wundervollen Kampf. Chiara, ha? Ich hoffe, wir treffen uns wieder. Ich habe leider keinen Orden, den ich dir geben könnte, aber du kannst das hier nehmen. Ruheort! Danke, Mann! Cool, hat sich ja gelohnt. Ey, Leute, das war aber alles reiner Zufall. Naja, dann würde ich sagen, Leute, geht's los mit der eigentlichen Arena. Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich keinen Orden bekommen habe, aber hey,
Wir kämpfen einfach mal. So, darf ich auch wieder raus? Okay. Hätte ja sein können, dass die alle da einsperren und man nie wieder gehen darf und Pokémon heilen darf. Okay, seid ihr bereit für Rocco? Ich bin auf jeden Fall bereit und ja, der hat übrigens jetzt wirklich Gesteins-Pokémon. Er hat einen Alola Kleinstein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber dann setze ich einfach mal Dragon Rage ein. Keine Sorge, ich werde diesen Angriff nicht ausnutzen. Außerdem ist der bald sowieso nicht mehr passend, weil... Oh, bald haben die Pokémon sowieso mehr als 40 KP. Oh Gott, Felsgrab. Wie viel Schaden macht das? Ja, nicht so viel. Okay, das war's mit dem ersten Pokémon. Er hat ein Vulpix. Oh, er hat das Vulpix aus dem Anime behalten. Wie cool ist das denn? Weißt du was, dann schicke ich einfach mal Oswald rein und ich wette, jetzt kommt irgendwie so eine Solarstrahl oder irgendwie sowas. Nee, okay, er setzt ganz normal Glut ein. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich bin verbrannt. Jetzt mache ich keinen Schaden mehr. Dieser fette Elefant ist aber schneller als dieses Vulpix. Okay, gut. So, und als letztes kommt... Onix. Das habe ich mir schon gedacht. Ich bleibe einfach mal drin, weil ich habe jetzt keinen Grund, irgendwie auszuwechseln. Es kann auch Bulldozer. Oh, nee. Ich bin immer noch verbrannt, ne? Ich kann keinen Trank einsetzen. Das ist übelst gruselig. Was? Oh Gott, das ist ja gar kein Schaden. Junge, das Ding ist zu stark. Was ist denn das? Ey, ich kann einfach gar nichts dagegen machen. Mein Niki ist gleich tot. Verdammt. Und lass mich raten, der Wirbler macht gar keinen Schaden? Wow. Liebes Niki, ich glaube, ich muss dich jetzt opfern, weil ich muss ein Schlinking einwechseln und... Oder bin ich schneller? Ich weiß es nicht. Oder? Oh Gott. Ja, natürlich landet er ein Crit. Aber hey, das bedeutet, er wird jetzt auf gar keinen Fall mein Pokémon besiegen und ich mache Dragon Rage und er ist tot. Er wechselt den Angriff. Oh, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Bitte mach es Platz. Oh, ich hätte fast Schlinking verloren, Alter. Oh, Gott sei Dank, ich habe Rocco besiegt. Alter, war der Kampf übel. Also das war gerade wirklich mega gruselig. Das Ding war schnell. Es hatte einen sehr hohen Angriff, das hat man gemerkt. Und es konnte einfach Bulldozer. Puh, ich habe es geschafft, ey. Ja, bitte heil mal kurz meine Pokémon, Alter. So, es geht weiter, Mann. Hey, Chiara. Oh, nee, was wissen du schon wieder, Alter? Geh mir nicht auf die Nerven. Wait, Dynamax-Band? Man kann Dynamaximieren? Das ist gerade nicht dein Ernst. Raid-Battles. Ach so, okay, man kann das nur in Raids benutzen. Es gibt Raids? What? Kann es sein, dass die Toilette, die ich gesehen habe, diese Raid-Battles sind? Das ist ja mal voll merkwürdig. Okay, weiter geht's, Leute. Oh, er hat einen Kravums. Tschüss. So, ich werde jetzt aber mal Bliss trainieren. Verdammt, jetzt muss ich gegen den anderen auch noch kämpfen. Nein! Okay, was hast du denn? Ein Picknight? Was ist das denn? Oh, lol, dieses Schweinevieh. Lol, denkst du wirklich, ich habe Angst vor dir? Du bist irgend so ein Schwein. Geh mal weg. Oh Gott, das macht gar keinen Schaden. Und vielleicht sollte ich auch auswechseln, weil das Ding ist Feuer und Kampf. Okay, Oswald, mach du mal was. Klatsch das Ding mit dem Bulldozer weg. Ich finde immer noch, das ist der geilste Name für eine Attacke überhaupt. So, weißt du was? Wenn ich wieder weggehe und wieder reingehe, dann kann ich hier einfach so vorbeigehen. Ja, okay, aber gegen den muss ich jetzt kämpfen. Volcarona, er hat einen Ramot. Ach, du Kacke. Okay, das könnte übelst gruselig werden, aber keine Sorge, ich mache einfach mal kurz einen Dragon Rage und dann bist du weg. Oder? Oh, schade. Yo, Niki hat jetzt endlich Bulldozer gelernt. Beste Mann. Ich habe das Gefühl, Bulldozer ist die meistgenutzte Attacke im gesamten Spiel. Aber wisst ihr was? Neue Route, ne... Oh, eine TM. TM34 Teleport, cool. Neue Route, neues Glück. Und ich bekomme ein Irbis. Ey, cool. Da haben wir es auch schon. Okay, wir nehmen dieses Ding, weil es männlich ist, einfach mal Jack. Nicht Jack the Ripper. Nicht Jack Atlas, sondern einfach nur Jack. So, was ist diese Toilette? Was hat das zu bedeuten? Was ist das? Ich will auch. Ich will da jetzt reinmachen. Oh, es ist wirklich ein Raid denn. Ich kann jetzt ein Raid-Battle machen. Okay, und was gibt es hier? Das sind die Partner, die ich nutzen kann. Recommended Level 30. Geil. Einfach aus Prinzip werde ich da reingehen. Wenn ich jetzt sterben sollte, dann zählt das nicht zum Nuzlocke, denn ich will einfach nur sehen, wie diese Raid-Battles funktionieren, denn ich glaube nicht, dass wir die jemals machen werden. Hier haben wir Anne Aerodactyl. Ach, du Kacke, Level 23. Ich habe jetzt natürlich mein Irbis hier, was jetzt durch eine Flugattacke direkt besiegt wird. Aha, es gibt einen Sturm. Ich kann jetzt Dynamaximieren, Leute. Ja! Max Phantasm? Okay, weißt du was? Ich mache jetzt mal Max Strike. Komm, los geht's. Wir machen jetzt Schädelwumme Dynamax. Aha, jetzt ist es groß. Okay, sehr, sehr cool, wie die das gemacht haben. Nice. Gefällt mir. Es hat ein paar KP dazu bekommen. Oh, es lebt noch, Gott sei Dank. Bitte greif an. Max Strike, los geht's und... Boom! Alter, voll die Explosionen. Okay, gut, aber wir können dagegen nichts machen. So, deswegen gehen wir wieder. Gibst du mir jetzt ein Pokémon? Magic Cup, das ist doch gerandomized, oder? Oh, Teddy Ursa! Er hat mir ein Teddy Ursa gegeben. Neue Route, neues Glück. Ja, Leute, ich weiß. 100 Pokémon in einem Video. Ist mir schon klar, aber wir spielen ja auch viel. Und das Pokémon ist ein... Oh mein Gott, ja! Ein Humanoid. Wie geil ist das denn, Mann? Ey, das freut mich so sehr, einfach 8. Generation hier zu sehen. Okay, wir haben es. Dankeschön. Okay, wisst ihr was? I'm a simple man und deswegen nenne ich es einfach Steini.
weil Steini süß klingt. Okay, liebe Niki, ich mag dich ja und so, aber ich brauche kein Boden-Pokémon mehr. So, fangen wir jetzt mit dem Mondberg an und ich hätte vielleicht Schutz kaufen sollen, weil das wird nervig. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Ganz klar. Aber das ist mir natürlich auch egal. So, ich glaube, hier gab es ein Item. Oh, okay. Dann hätten wir das auf jeden Fall geklärt. So, Team Rocket ist scheinbar nicht hier. Die haben keine Lust. Da ist eine TM, verdammt. Aber ich habe jetzt keine Lust, da hinzugehen. Das dauert bestimmt Jahre. Oh, da ist doch Team Rocket. Hi. Bye, bye. So, okay. Da kann ich jetzt das Fossil wählen. Ich weiß nicht, welches da sein wird, aber ich nehme einfach beide. Ey, du, warte hier. Was? Warte. Warte. Ist das nicht Jupiter? Ach, stimmt. Archer. Ja, klar, Mann. Der hieß Atlas. Yo, Atlas, was geht? Okay, er hat einen Impidimp. Interessant. Level 18. Ach, du Kacke. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit dem Ding rumzuschlagen. Oh, Donnerwelle. Was? Ja, toll. Ist mich paralysiert, aber da kann ich nichts machen. Okay, ich muss jetzt leider zu härteren Maßnahmen greifen, denn das Ding hat sich die ganze Zeit aufgeheilt. Das nervt übelst. Weißt du was? Deswegen mache ich jetzt einfach kurz. Ich mache es kurz und schmerzhaft. Okay, ich bin paralysiert. So, Clownwetzer. Los geht's. Erstmal Angriff steigern. Perfekt. Okay, 6 KP. Blizz, du schaffst das. Du bist der Meister. Du machst es mit einem Schlag platt. Sehr schön, danke. Ich kann also direkt mal hier Oswald reinschicken, weil ich bin nicht schneller. Okay, bitte mach's mit einem Schlag platt. Perfekt, danke, Mann. Als nächstes kommt Mighty Yana. Es kann Eiszahn! Es kann Eiszahn! Bitte was? Es kann einfach Eiszahn. Was ist das denn bitte? Okay, ja, Toni, komm du mal rein. Es kann Eiszahn, das ist absolut unfair. Aber ja, damit haben wir jetzt offiziell Oswald nicht mehr im Team, weil es besiegt wurde. Geil. Ach, das steigert Angriff, ne? Ja. Ist mir egal, Mann. Ich mach Dragon Rage. Boah, wir haben jetzt einfach Oswald verloren. Wie traurig ist das denn? Ja, natürlich. Citrobeere. Okay, er macht weiter seinen Angriff hoch. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ich habe Dragon Rage und du wirst jetzt besiegt. Auf Wiedersehen. Okay, er hat noch keinen Eiszahn eingesetzt. Jeder würde von einer Eisattacke effektiv getroffen werden und alles ein langsames Magnaien. Das heißt, ich muss Karl behalten. Denn er hat Ruckzuck-Hieb. Ach, Steini, es war nett, dass du im Team warst, aber ich glaube, ich muss dich opfern. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Es hat überlebt! Was? Ah, hier kann ich Quick Attack machen und es ist instant besiegt, aber das ist halt nicht so schön. Also, es fühlt sich nicht gut an. Oh mein Gott, ey. Also, das war wirklich ein schrecklicher Kampf. Puh, ich bin draußen, Mann. Eigentlich wollte ich noch gegen Misty heute kämpfen, aber ich muss erstmal verkraften, dass ich jetzt 2 Pokémon weniger habe. Der hat einen Rucksack auf. Leute, der hat einen Rucksack auf. Das ist ein richtiger Wanderer. Okay, das war's leider mit Steini. Du bist leider von uns gegangen und... Oh, Teddy Ursa. So, okay. Jetzt seid ihr beide hier. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Oswald jetzt leider auch von uns gegangen ist. Ihr wart alle 3 tolle Pokémon, aber ihr habt es leider nicht geschafft. Damit haben wir jetzt ganze 4 Pokémon. Wow. Aber hey, neue Route, neues Glück. Wir fangen jetzt noch hier auf Route 4 in Pokémon. So, was haben wir hier? Ein... Oh, ein Marikek! Du kommst auf jeden Fall ins Team. Also ich brauche halt jetzt kein Wasser-Pokémon. Und ich frage mich gerade, ob ich die Arena überhaupt schaffen werde mit diesem Team. Aber Marikek ist geil, Mann. Ich liebe Primarene sehr. Und natürlich. An die OGs an euch, an die Oldschooler. Wer sich noch an Pokémon Mond erinnert, der weiß, dass ich damals einen Primarene namens Sirene hatte. Beziehungsweise einen Rubble. Und deswegen haben wir jetzt hier wieder Sirene am Start. Sehr geil. Oh mein Gott, nein, es gibt hier ein Entei. Das zweite Pokémon, dem ich begegnet bin, ist einfach Entei. Okay, okay, Leute, ich weiß. Ich habe Niki Unrecht getan. Ich habe so getan, als wäre Niki gestorben, aber ich habe es freiwillig in den PC abgelegt, damit wir Steini ins Team nehmen konnten. Wie konnte ich denken, dass Niki tot ist? Niki, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Also werde ich die Arena heute machen. Bevor wir das tun, werde ich aber erstmal kurz nach oben gehen, denn ich brauche unbedingt noch ein Pokémon. Also kämpfen wir ganz kurz gegen Arsch. Ja, und das warst du noch schon mit ihm. Es kann sein, dass ich mich gerade täusche, aber ich glaube, der Typ ist da eingesperrt auf der Insel. Oh nee, Alter, muss ich jetzt wirklich gegen die ganzen Trainer kämpfen? Okay, ich habe alle besiegt und habe euch das Ganze mal erspart. Wer bist du? Möchtest du Team Rocket joinen? Och, der misst schon wieder. Nee, geh weg, Alter. So, wir sind jetzt auf Route 24 und ich darf hier ein neues Pokémon fangen. Das heißt, wir haben jetzt 2 neue Encounter. Jo, ein Deponitox! Oh, wie geil! Es gibt nur einen einzigen passenden Spitznamen für dieses Ding. Gott. Ganz genau, der einzig wahre. So, Route 25, neue Route, neues Glück. Und es ist ein Schlinking? Aber wir haben schon einen Schlinking. Was, ein Teddy Ursa? Aber einen Teddy Ursa haben wir auch schon. Leute, wir bekommen einen Hund und es ist auch noch ein Elektro-Pokémon. Weißt du was? Ich will, dass dieses Elektro Misty zerstört. Deswegen nennen wir es so heftig, wie es nur geht und nennen es direkt nach dem verdammten Gott. Damit haben wir jetzt 2 Götter. So, okay. Ich bin jetzt bereit für Misty. Ich bin mir zu 100% sicher, dass sie irgendwelche Eisattacken können wird und wahrscheinlich auch irgendwelche Bodenattacken. Okay, es geht los gegen Leiterin Misty. Sie fängt mit einem... Was ist denn das?
Ach, mit dem Amphizel an. Okay. Ich habe einfach mal Gott nach vorne geschickt, denn er hat Toxic Spikes. Und ich denke mal, es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, den Gegner direkt zu vergiften. Oh, es wurde ausgewechselt. Wie jetzt? Eine Wasserkehrtwende? Sie hat einen Starmie. Oh, nee. Aber wieso hat sie das direkt reingeschickt? Weil sie Psychokinese oder Konfusion kann. So nicht, Misty. Nein, nein, nein. Ich weiß, was du vorhast. Sie hat wirklich schon Psychstrahl. Oh Gott. Es macht gar keinen Schaden. Sehr schön. Da kommt die Eisattacke. Ja, moin. Ich hab's geahnt. Ich werde auf jeden Fall noch einen Angriff überleben. Und ich glaube, ich mache einfach nochmal leer. Das Problem ist, Jack wäre instant tot. Sirene hat nur Wasserdüse. Gott wäre instant tot. Okay, also ich werde auf jeden Fall noch einen Angriff überleben. Das heißt, ich mache erst einen Hyperzahn und dann mache ich einen Ruckzuckhieb. Bitte überlebe Karl. Oh, es hat mit 3 KP überlebt. Karl, du bist der Beste. Oh nee, sie hat eine Zitrobeere. Nee, das war's mit Karl. Ich kann nur noch einen Ruckzuckhieb machen und das war's. Oder? Ah, schade. Ja, das war's leider mit Karl. Ich kann jetzt auf jeden Fall Zeus reinschicken. Und ich glaube, Zeus wird das Ding auch besiegen können. Es ist auf jeden Fall nicht schneller. Dafür ist das Level zu niedrig. Bitte überlebe einen Angriff. Oh Gott, hat das viel Schaden gemacht. Jawohl. Okay, das Starmie ist besiegt. Das größte Problem ist schon mal beseitigt. Aber sie hat ja noch ein Pokémon. Sie hat ja ausgewechselt. Ach so, sie hat noch 2. Oh Gott. Oh, sie hat einen Batschlin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Eisattacke können wird. Und auch keine Psychoattacke. Es ist... Sternschauer ein. Oh, der Schaden geht. Okay, ich werde einfach mal Bubble Beam einsetzen und ich muss schon wieder auswechseln. Warte mal, Sternschauer funktioniert nicht bei Jack, oder? Das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall klarkommen können. Ach, es hat ein Zauberwasser. Ja, geil, das ist unfair. Okay, weißt du was? Ich werde direkt Egelsam einsetzen. Ich weiß. Flip Turn. Oh, es wechselt wieder aus. Oh, natürlich, weil ihr am Fitzel eine Eisattacke hat. Oh, du bist so ein Hacker, ey. Aber egal, du bist vergiftet und du wirst jetzt auch noch besamt. Okay, also drinbleiben kann ich auf gar keinen Fall. Okay, dann schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall einfach nur darauf warten, dass der Egelsamen und die Vergiftung das Ding ausnockt. Und du hast ihn überlebt. Oh Gott, Sirene. Kriegst du das hin? Okay, ich schicke Sirene rein, weil das Ding jetzt höchstwahrscheinlich einen Eispunch machen wird. Und Sirene überlebt das, glaube ich. Bitte. Okay, ganz, ganz knapp aber. Wie viel ist es denn? Okay, jetzt ist die Frage der Fragen. Kann es Sirene mit einer Wasserdüse besiegen? Denn es ist gerade nicht vom Typen Wasser, sondern vom Typen Eis. Ich werde es ausprobieren, aber ja, wenn nicht, dann war es das halt mit Sirene. Es hat funktioniert! Sirene, du bist das beste Pokémon, das es jemals gegeben hat. So, als nächstes kommt Butchlin. Okay, wie werde ich das Ding jetzt los, ist die Frage. Es setzt auf jeden Fall Sternschauer ein. Das bedeutet, die richtige Wahl ist hier auf jeden Fall Jack. Und... Es setzt Mogelieb ein. Das ist optimal. Komm, bitte überlebt das. Bitte, Jack. Bitte. Danke. Bitte mach es platt. Das müsste auf jeden Fall das Ding besiegen. Und es hat funktioniert. Ich habe Misty besiegt. Alter, der Kampf war übelst hart. Aber hey, damit habe ich das erste Video überstanden und die ersten 2 Arena-Orden gesammelt. Ich bin auf jeden Fall der absolute Meister. Und das war's mit dem ersten Video zu Radical Red. Das Spiel fängt schon wirklich sehr extrem an, aber ich werde garantiert nicht aufgeben. Also seid beim nächsten Mal unbedingt wieder dabei, wenn ich gegen die nächsten Arena-Leiter antreten werde. Macht's gut und ciao.